Willkommen zurück, liebe Gaming-Freunde, zu einer super spannenden Folge The Last of Us Part 2 hier auf Trend 17 TV, euer TV immer für euch am Mic. Und genau da, wo wir letztes Mal waren, geht es jetzt weiter. Ich gehe lieber mal auf sichereres Terrain. Da bin ich letztes Mal doch ganz gut, haben die mich hier alle gemacht. Und ich habe zum Glück mein Sprengstoff noch. Kann ich noch irgendwas anfertigen? Nee, ich brauche unbedingt eine Nahkampfwaffe. Ein Scheiß. Die Waffe, die schafft überhaupt nichts hier. Da ist einer. Ich muss die mal irgendwie hierher locken. Nee, das ist zu nah. Siehst du was? Ich sehe nichts. Da ist keiner. Der ist direkt unter mir. Fuck, sind das viele, ey. Der kommt jetzt hoch. Oh, hier ist eine ganz beschissene Stelle. Im Nahkampf kann ich mit denen nicht gehen. Alter Schwede, sind die unruhig. Das ist auch eine beschissene Stelle hier. Hier ist eigentlich alles schlecht. Da. Ach. Da ist er. Okay. Da kommt rüber. Ich hab was übersehen. Oh, war der? Wie viele Kopfschüsse kann der denn ab? Alter Schwede! Ich brauch nachladen. Okay, nimm mal die. Oh. Alter, was war das denn hier? Ist hier ein super Gemetzel. Und wie viele Kopfschüsse konnte der denn ab? Ich habe den zweimal in den Kopf geschossen und der war immer noch am Leben. Also normalerweise ist man nach einem Kopfschuss weg. Vor allen Dingen bei so einem Kaliber hier. Alter Schwede. Was waren das denn für Hardcore-Gegner hier? Okay. Ich glaube, wir können jetzt endlich mal weiter. Was für eine Drecksgegend, echt. Entschuldige, dass ich das so sage. Aber es ist so. Oh shit! Was ist jetzt denn los? Kommt die alte Bratze denn her? Oh. Was machen die denn? Oh, die haben mich, glaube ich, keine Chance. Da kann ich nichts machen. Hui.
4 Monate zuvor. Eine Rückblende. Owen! Hey. Hey. Da hat er sie. Hat er ihn schon mal. Okay? Hat sie ihn schon mal besucht, scheinbar. Schlechtes Timing? Nein, nein. Oh, sieht total schön aus. Und was gibt's? Gibt es Befehle? So ähnlich. So ähnlich? Weißt du was? Wie wäre es, wenn wir Isaac einen Moment mal vergessen? Owen. Wann warst du hier unten? Mal hier? Das ist ja geil, das Ding. Sieh dir alles an. Ist Alice auch hier? Draußen. Oh, niedlich. Quietschen. Ist bei euch alles okay? Läuft die Beziehung gut? Größtenteils ja. Ich meine, sie ist schon richtig süß. Ganz im Gegensatz zu mir. Oh. Hinter deiner harten Schale steckt auch ein weicher Kern. Dein schlechtes Gedächtnis. Selektives Gedächtnis. Naja, gut, sie hat ihn ja abgewiesen, das erste Mal. Schauen wir uns mal ein bisschen um. Hat das ja richtig schön gemacht hier. Du überstreichst doch nicht etwa Max Wandbild. Ich verschönere es. Das ist echt ein Aufstieg von Firefly Graffiti. Oh, hast du schon von dem neuen Firefly gehört? Ex-Firefly. Tja, sie hat gehört, dass sie sich in Santa Barbara sammeln. Hatten sie auch irgendwelche Beweise dafür? Nein. Ach echt? Abigail, was wird das? Du bist der Einzige, der mich so nennt, weißt du? Was ist das hier? Was ist das? Oh ja, Mel und ich haben hier einen kleinen Wettkampf. Oh, ich glaube nicht, dass dir das Spaß macht. Es ist ziemlich kompliziert. Ich weiß, was du da machst. Und es funktioniert. Die Regeln? Okay. Siehst du die Scheiben? Ja. Triff möglichst viele, bis die Zeit um ist. Wenn ich gewinne, schreibst du meinen Namen da dran. Na klar doch. Oh Gott. Ich hasse Time-Aufgaben. Sei ganz locker. Das ist ja wohl für den Arsch hier. Ah. Ich kann da näher rangehen, oder nicht? Wie oft soll ich den denn treffen? Wow. Jetzt haben wir ihn. Wer beschämt. Ich kann das überhaupt nicht hier, den Scheiß. Mach doch nichts. Es ist wirklich eine irre komplizierte Technik. Was für ein Scheißding, echt. 30 Sekunden. Die verzieht dauernd auch. Ja, die bleibt ja nicht stehen hier. Ach hier, okay. Komm schon, komm schon. Ah, jetzt habe ich's. Ah, mein Gott. Ich bin stolz auf dich. Kann man das nochmal machen? Oh Mann, warum verzieht die denn dauernd? Hey. Oh. Lassen ja. Was? Davon wird's nur schöner. Da. Autsch. Also, das tut mir schon weh. Nur noch 10 Sekunden. Die Fatz. 5, 4. Ah, mir wurscht. Ja, egal. Den habe ich doch gemacht. Egal. Das war ein guter Versuch. Dein Bogen muss kaputt sein. Ja, ganz bestimmt. Genau. Nächstes Mal wird's besser.
Genau. Mach ich später. Oh mein, hast du Angst, dass Mel rausfindet, dass ich hier war? Was? Nein, das ist dir egal. Dann schreib meine Punkte an. Scheiße, ganz Top ruhig. Top 5 habe ich gehabt, ne? Vier? Ups, ups. Noch okay, schlechter. Ah ja, egal. Eine Sache, die ich dir zeigen möchte. Los, komm hoch. Ist das die Leiche des Kapitäns? Die habe ich schon gesehen. Hast du ihm eine Weihnachtsmütze aufgesetzt? Was? Nein. Das wäre eigentlich ziemlich cool. Das mit dem Durchspannen, das Durchziehen habe ich vorher. Oh, geil. Das sieht ja cool aus. Passt ja jetzt zur Vorweihnachtszeit. Mega. Setz dich. Sieh dir die Aussicht an. Das ist mega. Ja, mit Beleuchtung kann man viel erreichen. Viel, ja. Schöne Dinge zaubern. Und jetzt? Scheißen Kakao. Mit Schuss. Und? Eine schöne Aussicht. Oh, na klar. Wahnsinn. Soll ich etwa lügen? Ja, natürlich. Ich finde, die passen gut zusammen, die beiden. Besser als die andere. Als mit Mel. Sie ist verrückt nach Weihnachten und wir haben Jahrestag, also das finde ich echt süß. Ist es auch. Ach, fick dich doch. Nein, ich wünschte, jemand würde mich so sehr lieben, dass er das macht. Verdienst du doch nicht. Was, Geschenke? Oder jemanden, der mich liebt? Warum hast du so gute Laune? Habe ich das? Lass das Training heute sein. Abby, wenn der Mond aufgeht... Ich habe Joels Bruder gefunden. Er ist in einer Siedlung in Wyoming. Woher weißt du das? Ein paar Fireflies, die mit ihm gedient haben, wurden geschnappt. Ich dachte, er ist da schon lange weg. Ja. Haben diese Typen noch was von ihm gehört? Es ist eine Spur. Ich muss dem nachgehen. Okay, aber selbst wenn er wirklich da ist und du ihn findest, weiß er vielleicht nicht, wo Joel ist, stimmt's? Sagst du es den anderen? Es sind alle an Bord. Mel eingeschlossen. Wir können nächste Woche los. Isaac lässt niemals so viele Leute aus der Basis. Er ist einverstanden. Bullshit. Wem ist Gerechtigkeit wichtiger als Isaac? Er weiß, was Joel getan hat. Hey. Wir machen das gemeinsam, klar? Ja. Die passen wirklich, wirklich gut zusammen, die beiden. Da war doch noch was. Ja, wir sind ja gefangen genommen worden. Shit. Die machen ja keine halben Sachen, die Regenmäntel. Die Pfeifraktion.
Ach du Scheiße. Nein, da hast du keine Chance. Sie sind voller Sünde. Befreie sie, damit sie auch meine. Ah, du bist ja nur neidisch, dass du nicht so einen schönen durchtrainierten Bauch hast. Blöde Kuh. Das war keine gute Idee. Stutz ihr die Flügel. Oh, nee. Ah, oh, sowas kann ich nicht sehen. Boah, Alter. Boah. Jawohl. Da kommt Hilfe. Okay, das sieht jetzt nach einem Kampf aus. Jetzt geht's gleich los hier. So. Kann man was machen? Kann man was machen? Schön zudrücken. Mach die hässliche Bratze platt hier. Oh, mit der Axt rein. So. Nichts. Ah. Oh. Vielleicht befreist du mich mal, hallo! Yara! Die Dämonen kommen. Schneid sie ab. Sie gehört zu ihnen. Lev. Dass sie überhaupt... überhaupt so lange durchgehalten hat, das ist ja der Wahnsinn. Was für ein hammergeiler, durchtrainierter Körper, ey. Also die Alte hat ja richtig einen coolen Body hier. Ich mach das wohl leiden. Und nur eine Axt oder was? Och man! Dieser blöde Fotomodus! Raus! Weg, 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 weg! Ich muss mich mal ein bisschen erholen. Oh shit! Oh shit! Medikit? Ich kann doch gar kein Medikit anwenden. Hä? Geht ja. Yeah.
Ja, zwei! Super! Wie soll ich das denn bitte? Ja, super. Bin schon angeschlagen hier. Boah, Alter! Alter Schwede! Boah, was ist das da? Boah! Die hat ja eine Power, das ist ja nicht mehr zu fassen. Unfassbar, echt! Oh, nicht noch mehr jetzt hier! Kann nix sehen! Fuck! Lauf, 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 lauf. Lauf. Oh, ohne Waffen! Ohne Waffe hier bitte! Geht's hier irgendwie nochmal anders? Jetzt geht's ja wohl richtig los hier. Ohne Waffen soll ich die jetzt platt machen. Ist ja wohl unfassbar, ey. Wie viel kommt da denn jetzt noch? Ja, Mann, dann lauf doch! Worauf wartet ihr denn jetzt? Geh doch da rein! Geh doch da rein! Oh Gott! Boah! Keine Waffen mehr, nix! Ja toll! Das ist immer geil, du sammelst stundenlang Zeugs und dann ist alles weg. Super! Da, das ist wenigstens schon mal Gesundheit. Noch irgendwas hier? Taschenlampe habe ich auch nicht mehr, gar nichts. Boah, das war aber... Ach nee, jetzt kommt der Ober-Hardcore-Fight. Brauch unbedingt die Waffe von ihr. Das wird heftig. Ist das da etwa mein Rucksack? Oh, oh. Oh ja, warte, das war. Oh, ich bin gleich tot. Wie soll ich sie denn angreifen? Hallo, gegen so eine Riesentonne. Ja, super, gar überhaupt keine Sonne hier. Bin tot. Ja, ich bin tot. Ich hab nix. Und soll gegen die Tonne hier kämpfen. Ja, das war's. Ich bin tot. Die wehrt ja jeden Schlag ab hier. Das war's. Oh, alter Schwede. Die fette Sau hier. Ich bin tot. Jetzt mach sie endlich platt, Mensch! Hau hier, Mensch! Hau hier die Schädel weg, Mensch! Meine Güte!
Das war mega knapp, würde ich sagen. Boah. Wie sieht das aus mit der Gesundheit? Ja, wir müssen auf jeden Fall... Mach mal eben. Kann ich noch irgendwas, kann ich das mitnehmen? Die nehme ich auf jeden Fall, das Riesenteil, super Hammer hier. Das ist ja cool. Okay. Na los. Was macht der Arm? Ich habe es unter Kontrolle. Okay. Nehmt alles mit, was ihr seht. Ich fass das nicht an. Das ist von früher. Soll das sein? Ihr braucht Vorräte. Wir sind noch nicht aus dem Schneider. So blöde Redewendung. Eine was? So, da kann man noch... Oh! Haben wir die gefahren? Haben wir doch noch gefunden. Hatten wir noch einen anderen Jagdpistole? Da ist sie ja. Haben wir sie doch noch gekriegt. Seraphiten. Das ist ja cool. Haben wir sie doch jetzt noch gekriegt. Rückstoß. Mal gucken, was können wir hier noch machen? 40 Teile. Nachladegeschwindigkeit. Wie brauchen wir da? 60 Teile. Wenn wir bei der Jagdpistole irgendwas machen, bei der neuen. Richtig teuer hier. Und die Asi-Pistole. Ne, 40. Zwei Teile brauchen wir noch. Okay, nützt nichts. Aber wenigstens haben wir noch eine Jagdpistole gefunden. Das ist schon mal sehr cool. Ah, nee. Achso, ich wollte... So, mach mal hier. Vielleicht finden wir ja noch irgendwo Teile. So, wir können noch mal Medi anfertigen. 5 Stück können wir anfertigen davon. Viertes können wir nicht machen. Dann machen wir erstmal... Ah, vielleicht finden wir gleich noch irgendwo Heilung. Ist natürlich immer doof. Wenn wir gleich noch irgendwo was finden. Und machen das jetzt... Jagdgewehr. Da ist ein Brief. Eddie, ich bete zu Gott, dass es dir gut geht. Der Waffenstillstand ist gescheitert. Wir haben den Befehl zur Neueinteilung, wieder nach Hause zu kommen. Ich habe 2 Suchtrupps nach dir ausgeschickt, vergeblich. Bitte finde diese Nachricht und komm zu uns. Verdammtes Gas, Matt. So, meine Lieben, mit diesen schönen Bildern verlasse ich euch und wir sehen uns dann in der nächsten spannenden Folge natürlich wieder. Kann man hier nochmal eben, also ich habe hier, glaube ich, alles soweit durchgeguckt. Da ist noch was. Oh, das brauchen wir auch ganz dringend. Da können wir noch unseren Charakter aufpimpen hier. Da ist noch eine große Schublade und noch 7 Pillen. Und wir können uns... Das machen wir nochmal eben. Da ist der Baum gewachsen. Der Baum gewachsen. Das klingt auch irgendwie eklig. Okay. Atem anhalten. Was kann man hier jetzt machen? Brandpatron. Oh, das ist ja geil. Das ist cool.
den machen wir schon mal. Das ist ja cool, Brandpatronen anfertigen. Ah, hier können wir auch noch machen. Fertige zwei Standardkugeln für eine Jagdpistole. Den können wir auch noch machen. Schnellere Zielbewegung. Das ist ja cool. Sehr cool. Der Weg hat sich auf jeden Fall gelohnt hier. In diese kleine Ecke. Ja, man muss hier ganz gründlich spielen. Sonst, wenn man einen Raum nur verpasst, hier irgendeine wichtige Sache, dann fehlen einem die Sachen nachher. Da, 11 Pillen. Und man hat dann ein Problem, ne? Da muss man, so wie ich das letzte Mal, dann zurücklaufen. Wo sind denn die beiden? Da hinten. Hier ist aber schon auch noch jede Menge Zeugs. Aber das war, ist ja wirklich eine Goldgrube hier gewesen jetzt. Hier haben wir echt viel gefunden. Irgendwie eine Werkstatt, ne? Ist das hier? Ist aber auch nichts mehr. Da, Healing. Wusste ich doch. Da, Flasche. Flasche voll, alles toll. Da ist nichts drin. Da, boah, vier Schuss. Wer lässt denn Munition bitte bei sich in... Im Autohaus, in einem... Naja, gut, das ist Amerika. Da läuft der Hase ein bisschen anders als hier bei uns. Ich sag mal, bei uns würde so ein Laden hier... wäre das Artu, ne? Wäre hier so eine... Da, Teile. Jede Menge Stuff hier. Kann man noch irgendwas machen? Da kann man was machen. 8 Dingsen. Gucken. Aha. Ah, jetzt wird das langsam tricky mit ihr, ne? Brandpatronen, geil. Das ist ja mega. Schön die Taschen voll machen hier. Aber hier haben wir, glaube ich, jetzt alles, ne? Ja. Ist auch cool, wie geduldig die beiden warten. Ja, wir haben jetzt aber alles. Nichts übersehen hier. Ja, gründlich spielen, das ist zwar manchmal, ist natürlich auch für die Zuschauer manchmal etwas nervig, aber das nützt nichts. Da sind wieder Teile. Alkohol. Aber ich versuche das immer... Oh, die sieht ja... Mit ihrem Arm, das ist schon heavy, ne? Da ist noch Sprengstoff. So, wir machen jetzt aber hier Stopp. Wir machen hier ein kleines Päuschen, einen kleinen Break. Und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Meine Lieben, lasst auf jeden Fall eine Bewertung da. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und munter. Gesundheit ist das Wichtigste. Haut rein, abonniert den Kanal. Ist immer noch kostenlos und macht reich und schön. Ciao, ciao.